Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video und heute werde ich euch zeigen, wie man in Minecraft Bedrock zerstören kann, denn es gibt da einen ziemlich coolen Trick, wie man den Bedrock quasi kaputt machen kann. Den kann man ja normalerweise nicht abbauen, aber wie gesagt, mit dem Trick geht das ganz einfach. Und das werde ich euch heute zeigen und ich mache öfter solche Minecraft-Videos über Tutorials und so weiter, also wenn euch sowas interessiert, könnt ihr gerne abonnieren. Ja, wieso sollte man Bedrock zerstören? Das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn in der normalen Welt, weil dann hat man ja eigentlich nur ein Loch, wo man halt reinfallen kann, wenn man sterben möchte. Und das stimmt auch, allerdings gibt es ja noch mehr Welten als die normale Welt, zum Beispiel den Nether. Und hier ist das ziemlich nutzvoll, denn hier hat man zum einen natürlich auch wieder unten Bedrock, das ist wieder nicht so schlau, den kaputt zu machen, aber wir haben hier auch oben Bedrock tatsächlich. Und wenn wir den oben wegmachen, dann haben wir die Möglichkeit, auf den Nether oben rauf zu kommen. Und da haben wir dann sehr viel Platz, um wieder automatische Farmen zum Beispiel zu bauen. Also zum Beispiel Goldfarm und XP-Farm kann man da oben sehr gut bauen. Und man hat halt insgesamt sehr viel Platz für alles mögliche an automatischen Farmen. Und dementsprechend ist das in der Hölle halt sehr nützlich oder sehr sinnvoll vielmehr, den Bedrock dann da oben zu zerstören. Und wie gesagt, das werde ich euch heute zeigen. Das erste, was wir machen, ist natürlich in die Hölle gehen. Und dann suchen wir uns mal einen Punkt, wo man relativ weit oben ist, damit man sich nicht so weit hochbauen möchte, aber ansonsten, ihr baut euch halt einfach nach oben im Endeffekt. Und das können wir jetzt einfach mal hier zum Beispiel machen. Und dann baut ihr euch so lange nach oben, bis ihr Bedrock findet, so. Und hier ist schon Bedrock, den habe ich außerdem kaputt gemacht, so. Und das Ding ist jetzt bei Bedrock, dass er insgesamt 5 Schichten dick sein kann, aber mindestens eine Schicht dick ist. Das bedeutet, wir haben jetzt hier quasi wahrscheinlich Blöcke, die 5 Schichten dick sind. Und wir suchen jetzt einfach irgendwie einen Punkt, wie wir möglichst weit nach oben kommen. Und am besten halt 4 Schichten überspringen können, weil da müssen wir nämlich nur eine einzige Schicht quasi entfernen. Und das ist natürlich sehr viel einfacher, als würde man jetzt 5 Schichten hier entfernen müssen. Das bedeutet, ihr stellt euch jetzt hier hin und sucht einfach irgendwie einen Weg nach oben, wo man denn nur noch einen Block im Weg hat. Und das müsste dann irgendwann mal vorkommen hier. Also manchmal dauert es ein bisschen länger, das zu suchen. Jetzt zum Beispiel, wobei, jetzt haben wir es gefunden. So, hier oben können wir jetzt noch einen Block wegmachen und jetzt haben wir hier nur noch einen Bedrock, der dazwischen ist. Ihr könnt das Ganze einfach zählen. Zum Beispiel, das hier ist jetzt die erste Schicht, das bedeutet 1. Dann haben wir hier 2, das hier ist die dritte Schicht, das hier ist die vierte Schicht und dementsprechend muss dieser Block hier die fünfte Schicht sein. Wir können das ja einmal im Creative kurz gucken. Und ja, wenn wir den Block wegmachen, dann sind wir oben auf dem Nether oben drauf. Perfekt. So, da müssen wir jetzt allerdings erstmal hinkommen. Und um das Ganze zu machen, platzieren wir dann erstmal hier einfach ein paar Leitern. So, und im Survival-Modus würdet ihr jetzt einfach eine Enderperle nehmen und einmal Rechtsklick machen. Und dann seid ihr oben drauf. Und noch ein kleiner Tipp, am besten markiert ihr euch direkt den Block hier, wo ihr hochkommt, damit ihr jetzt halt nicht erstmal überlegen müsst, welcher Block das nochmal war. So, das bedeutet, diesen Block hier müssten wir entfernen, genau, damit wir wieder zur Leiter kommen. Und dann haben wir halt den Übergang zwischen dem normalen Nether und eben dem Dach hier vom Nether quasi geschafft. Als erstes brauchen wir dann Redstone-Blöcke. Wir brauchen alles mögliche an Schienen, die können wir uns hier auch schon mal alle schnappen. Und dann brauchen wir noch Pistons und nochmal Obsidian. Weil Obsidian kann nicht durch Sprengung kaputt gehen und dann brauchen wir noch etwas, das durch Sprengung kaputt gehen kann. Dafür nehme ich jetzt einfach mal Dirt. Und dann gucken wir zunächst einmal, also wir drücken zunächst einmal F3 und schauen uns an, wo der Norden ist. Das bedeutet, hier haben wir jetzt Osten, das steht hier bei Facing, da steht jetzt East. Und wir suchen den North, und das ist hier in dieser Richtung, das bedeutet, hier gehen wir einmal lang und markieren das hier einfach mal mit Redstone-Blöcken, damit wir wissen, dass da der Norden ist. Und wir wollen jetzt nämlich erstmal in die andere Richtung gucken und schnappen uns einmal kurz nochmal hier Redstone. So, also wir gucken jetzt quasi Richtung Süden, gegenüber vom Norden. Und da platzieren wir jetzt rechts von der Fackel erstmal einen Redstone-Block. Da kommt dann eine Detector-Rail hin und dann eine ganz normale Schiene. Und dann kommt da eine Activator-Rail. Dann lassen wir hier einmal einen Block frei und platzieren dahinter den Obsidian. Das sieht so aus. Und dann platzieren wir hier vorne auch nochmal Obsidian. Sollte so aussehen. Und dann schnappen wir uns nochmal Redstone-Blöcke und platzieren die jeweils hier und hier. Da oben drauf kommen jetzt ganz normale Schienen. Wobei wir versuchen wollen, dass die so aussehen, genau. Und dann platzieren wir hier nochmal eine Power-Rail. Und dann, wie gesagt, also die Schienen sollen nicht so einen Knick machen, sondern die sollen halt gerade gucken. Und deswegen platzieren wir auch die Power Rail erst später, weil das sonst irgendwie sich verbindet, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sollte das Ganze dann so aussehen. Und dann platzieren wir hier auf den Obsidian-Block nochmal einen Block, der kaputt gehen kann durch Explosionen, zum Beispiel Dirt. Und dann platzieren wir daneben einen Sticky Piston, der nach unten guckt, auf die Fackel drauf. Und daneben nochmal einen ganz normalen Piston, der auch nach unten guckt. Und das Ganze sollte dann so aussehen. Auf die Pistons oben drauf kommen dann Schienen. Auf die Schienen oben drauf kommen nochmal Redstone-Blöcke und da oben drauf kommen nochmal Schienen. So, und dann schnappen wir uns ein TNT-Minecart. Und das stellen wir dann hier vorne auf die Power-Rail und laufen dann weg, damit wir keinen Schaden kriegen. Und dann sollte das hier alles kaputt gehen. Und ihr seht schon, der Trick fängt damit an, dass hier die Pistons quasi verschwinden. Und das ist so der Ausgangspunkt dann erstmal. Was wir dann machen ist, wir können das hier schon mal alles wieder entfernen. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und auch diesen Redstone-Block hier oben können wir dann verschwinden lassen. Und dann schnappen wir uns nochmal hier einen Sticky-Piston und einen Redstone-Block. Und platzieren dann hier vorne den Sticky Piston quasi so in etwa.
Und dann platzieren wir da unter nämlich einen Redstone-Block. Und das sorgt jetzt nämlich dafür, dass dieser Piston hier wieder ausfährt und dann normal ist. Und dann hier unten aber der Sticky-Piston quasi verschwunden ist. So. Dann schnappen wir uns nochmal irgendeinen Block und einen Schalter. Und platzieren diesen Block dann hier auf den neuen Piston oben drauf. Und platzieren dann hier gegen einen Schalter, den wir auslösen. Das sorgt jetzt nämlich dafür, dass zum einen, also diesen Piston können wir übrigens auch wegmachen. Und das sorgt jetzt dafür, dass zum einen eben dieser Piston hier ausgefahren bleibt. Und zum anderen dieser Piston hier oben auch ausgefahren bleibt. So sollte das Ganze, wie gesagt, aussehen. Und ich wundere mich gerade, hier ist voll die komische Textur irgendwie. Naja, das ist auch egal. So, auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal weiter. Und dann lassen wir zunächst einmal diese Redstone-Blöcke hier verschwinden. Die brauchen wir nicht mehr. Zack, zack. Und ich glaube, die Schiene hier können wir auch wegmachen. Ich guck mal. Ja, die können wir auch wegmachen. Perfekt. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir schnappen uns einmal Sticky-Pisten. Dann brauchen wir auch noch Slime-Blöcke und normale Pisten. Das habe ich ja schon geschnappt. Dann brauchen wir noch eine Trapdoor. Und wir brauchen dann nochmal einen Block, der halt quasi zerstört oder zerstörbar ist vielmehr. So, und wir platzieren jetzt hier vorne erstmal einen Sticky-Piston hin, der wird sich dann ausfahren. Daneben kommt dann ein normaler, ein Slime-Block halt, darunter kommt ein Block. Und dann machen wir hier gegen den Pistonarm quasi eine Falte, die wir erstmal aufklappen, weil dann können wir uns nämlich so, wenn wir die wieder zuklappen, quasi nach unten stellen. Und dann kommt hier nämlich ein Piston hin, der quasi nach unten zeigt. Und dann können wir das Ding hier auch wieder wegmachen. Und als nächstes platzieren wir dann hier nochmal von dieser Seite einen Piston dagegen. Der wird sich dann auch ausfahren. Und dann platzieren wir hier neben dem Piston nochmal einen ganz normalen Block. Und das ist eigentlich schon alles. Jetzt müssen wir nur noch den Schalter umlegen. Und dann wird hier nämlich einiges ein- und ausgefahren. Und im Endeffekt sollte dann hoffentlich dieser Block da unten verschwinden. Und wir werden das Ganze jetzt mal austesten. So, da der Zack. Der Piston wird gedroppt. Und jetzt können wir hier theoretisch alles abbauen. Und dann müsste theoretisch dieser Block hier unter verschwunden sein. Und ja, ist er auch. Und so zerstört man Bedrock in Minecraft Survival. Funktioniert auch noch in der neuesten Version. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Bedrock in die Kommentare. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt hier oben alles Mögliche bauen an coolen Gold- und XP-Farmen. Und dazu werden auch ein paar Videos kommen. Deswegen habe ich jetzt mal dieses Video gemacht, damit ich dann später in den Videos das hier nicht zeigen muss, sondern auf das Video verweisen kann. Wie gesagt, Hashtag Bedrock in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.